Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. In der letzten Folge hatten wir uns ja hier durch diese Ruinen hier durchschlawinert. Dass wir hier so blub 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 durchschlawinert. Hier in dieses Militärcamp sind wir gegangen, was leider nicht so ganz erfolgreich war. Und jetzt müssten wir entweder hier... Hier waren wir. Das erkenne ich wieder. Müssten wir circa hier sein. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen. Aber wir sagen jetzt, okay, wir schätzen jetzt mal die Richtung und laufen einfach mal aus gutem Glauben weiter hier nach unten. Was ist denn hier los? Okay, das ist heftig da unten. Oder wir folgen jetzt hier, den Stromtrassen. Würde ich aber... Gut, könnte man machen. Könnte man wirklich machen, dass man sagt, man folgt jetzt hier den Stromtrassen mal. Dann würde man da hinten irgendwann mal an Gebiet wieder rankommen. Oder man sagt, ja, wir laufen jetzt wirklich mal ordentlich viel. Und wir gehen einfach mal straight Südost hier runter. Weil hier unten... wird sehr, sehr weitig. Und da will ich schon eher hin. Weil ihr seht, die sind überall. Hier gibt es überall Sachen. Das ist geil. Das ist echt schon sehr, sehr geil. Wo waren wir jetzt? Hier oben. Zack. Oder man läuft hier zu den Bunkern. Na, das wäre vielleicht auch eine Sache. Irgendwie sowas. Jedenfalls will ich definitiv hier unten ins Dickicht. Weg von den ganzen Nubis hier oben und rein in das High-End-Gebiet in Anführungszeichen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Die Sonne geht schon wieder unter. Ist das fürchterlich? Ich komme nur auf Zeiten, wo entweder die Sonne untergeht oder es Nacht ist oder es wieder Nacht ist. Oder es zum 10. Mal Nacht ist. Alter, ist das nervig. Ja, ich habe euch ja jetzt schon meinen Plan ein bisschen mal genannt. Was ich so vorhabe. Was so meine Wünsche wären. Wünsche wären natürlich mal einen Helm zu haben. Das wäre mal sehr, sehr geil. Vielleicht ein Maschinengewehr und ein bisschen dann die Ausrüstung durchdatteln. Ihr seht, wir sind komplett durchgemoddet. Durchgemodert, besser gesagt. Wir sehen aus wie... Puff, ne? Ansonsten, ja. Haben wir eigentlich okay Ausrüstung. Wirklich, voll die okay Ausrüstung. Munition haben wir... Okay. Ausrüstung auch soweit gut, würde ich sogar sagen. Bewaffnung auch. Gut. Weil wir haben trotzdem einige Waffen. Zwar jetzt, kein Maschinengewehr oder so ähnlich, aber wir haben zumindest was. Auch wenn es ein bisschen ist. Diese Ruinen hier. Ich finde sie geil. Die bringen wirklich einiges an Abwechslung rein. Und der Server ist auch schon wieder randvoll hier. Okay, randvoll jetzt auch nicht. Ich glaube, halb voll. Aber trotzdem, wenn zig andere Server... Schon wieder Katzenfutter. Wenn zig andere Server auch schon voll sind, es ist krass, wie viel hier los ist. Also das kann man wirklich nicht mit den letzten Jahren zu vergleichen. Wenn ich es mal so böse sagen darf. Hier ist der Abknick. Und das sollte jetzt dann direkt da vorne eine Bunkeranlage kommen, beziehungsweise da links sollten auch noch Bunkeranlagen sein. Entweder klappern wir die mal ab oder ja, beginnt direkt Südwesten. Wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Ich glaube, das wäre soweit das Vernünftigste. Ja. Einfach mal schauen, was uns erwartet.
kann wirklich nicht so viel tatsächlich beeinflussen. Müsste direkt gegenüber dem Bunker sein. Eigentlich sollte hier im Bunker sein. Wieder lauter zerstörte Häuser. Hier ist der Bunker. Kampfgasmaske. Das packen wir auf jeden Fall mal ein. Demoliert. Demoliert. Kleiner Tropfen ist noch drin. Geht das da an das Gewehr? Nee, also im Prinzip brauchen wir es nicht. Solche Bunkers sind schon geil, ne? Wie das hier aussieht, das ist geil. Anders kann man es nicht sagen. Wir essen also mal hier das Katzenfutter, das angefangene. Das ist der Teich. Beim Teich gibt es eine Kreuzung runterwärts. Wir folgen mal weiter den Strom draußen nach unten. Ich glaube, das ist vernünftiger. Könnte jetzt auch hier alles weiter abklappern, aber wir machen erstmal Kilometer gut. Aber krass, in dem Gebiet hier gibt es echt fast nur zerstörte Häuser. Das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber eins wäre schon wirklich geil. Wenn wir ein Auto hätten. Ein Fahrzeug wäre mehr als zuvorkommend. Ich justiere mal schnell die Karte ein bisschen nach. Da kommen schon wieder nur Ruinen. Wir gehen trotzdem mal weitergehen. Ja, wir folgen hier weiter mal den Stromtrassen. Brauchen aber auch mal langsam Schuhe, ne? Beschädigt. Die werden jetzt bald auch den Geist auffangen. Wir folgen jetzt weiter den Stromtrassen. Wenn wir jetzt hier weiter diesen besagten Stromtrassen folgen, kommen wir irgendwann zu ihrem Ende, soweit ich das sehe. Und dann kann man den Weg folgen oder zwei Wege folgen, je nachdem, wie man sehen will. Anders Holzboxen. Nee, in Trog war das. Da können wir zwei Wege folgen. Entweder ein, der durch eine Geisterstadt wieder führt. Oder ein... Boah. Leeren Weg. Der kreuzt durch den Wald. Und irgendwie so ein Konstrukt steht da. Achtung. Da vorne ist ein Turm. Mal kurz hier ein bisschen jetzt. Umlauf tut da zumindest keiner. Ich glaube, ich hätte eh heute wieder zu zittrige Hände. Nee, das ist Osten. Wir laufen noch Osten. Ich Trottelinski, das ist Sonnenaufgang. Ich habe Glück. Ich habe es doch erst gesagt am Anfang des Videos. Wir laufen gegen Südosten. Und mein Hirn dachte, wir laufen schon wieder gegen Südwesten. Ich bin auch manchmal so ein Trottelino. Der Turm. Das ist so ein richtiger Wachturm einfach mal. Ja, wir laufen dann weiter. Alter, wir sind echt schon sehr schnell jetzt hier weiter durchgekommen. Eigentlich sollte hier dann auch rechts oder links nochmal ein Bunker stehen.
gerade mal, was in der Richtung liegt. Da liegt aber nichts weiter. Da liegt nichts weiter. Schau noch mal kurz. Da liegt eigentlich nichts weiter. Weder kommt es von... In der Nähe liegt ein Militärgebiet, aber das ist auch schon wieder ein paar Meter weiter weg. Und Bunker müsste hier irgendwo sein. Unten ist der Wald. Wenn wir am Wald vorbei sind, rechts irgendwo. Da unten. Wir gehen mal erst, bevor wir jetzt darüber gehen, erst gucken wir nochmal zu dem Bunker. Sind auf jeden Fall Spieler in der Nähe. Aktive Spieler in der Nähe. So viel können wir schon sagen. Komm, wir essen es gar rein. Ist es noch gut? Gebacken, makellos, gut. Das Geflügelzeug, das will ich immer nicht so lange hier behalten. Das Ding ist, ich kann euch auch wirklich momentan nicht sagen, wie ich mich verhalten werde. Wenn ich jetzt auf einen Spieler treffen werde. Werde ich aggressiv sein? Werde ich nicht aggressiv sein? Wahrscheinlich wieder zu passiv und dann werde ich sterben. Das ist halt eben der Punkt. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten werde. Das kann ich nur spontan machen. Oh, gut. Kampfstiefel? Dschungelstiefel. Gut isoliert, schwach isoliert. Nehmen wir die Kampfstiefel mit. Zack. Haben wir wenigstens hier ein bisschen was. Bajonett. Können wir das nicht hier mal drauf machen? Ah ne, das geht nicht. Schade. Ja gut, dann lassen wir das da. Mehr ist hier auch nicht drin. Merken, F drücken. Ist auch so eine Sache, die ich dauernd vergesse. Und aufpassen vor allem. Und wir sollten langsam aber sicher auch nochmal gucken, was wir essenstechnisch wieder verknusen können. Beziehungsweise ein paar Binden müssen wir uns wieder machen. Und allgemein. Haben wir nicht ein Nähset gefunden? Jo, wir haben doch hier ein Nähset. Ruiniert. Oh mein Gott, das ist auch schon wieder kaputt. Handschuhe beschädigt. Ruiniert die Hose. Der Kampfrucksack ist noch ganz. Kann man den... Nee. Wie ging das? Doch. Den können wir flicken, das machen wir mal schnell, weil der ist eigentlich recht solide. Klar, den hat mir eh permanent am Rücken, aber sollte doch mal was sein. Abgenutzt, super. Können wir irgendwas noch reparieren? Die Mütze brauchen wir nicht reparieren. Ach, schade, dass das ruiniert ist. Die ballistische Weste hat einfach nur, die können wir jetzt sehr wahrscheinlich nicht flicken, oder? Nee, okay, das wäre lustig gewesen. Mal versuchen. ansonsten können wir nichts reparieren. Den Hut brauchen wir nicht reparieren. Den Gürtel bräuchten wir auch eigentlich mal. Schade. Wir laufen mal weiter. Wir gehen endlich mal zum Turm. Schauen mal, was uns da erwartet. Behalten uns leise. Ich wüsste auch gar nicht, wenn wir jetzt da im Turm sind. Und ich würde da potenziell jemanden sehen. Sage ich auch ehrlich. Ich wüsste nicht, ob ich schießen sollte oder nicht. Auf die Person.
Hallo? Bin ich. Bin schon so ein Affe. Bin schon so ein Affe. Was da jetzt in meinem Hirn los war, fragt mich was Leichteres. Beschädigt. Können wir gleich wieder reparieren. Es hat direkt gewechselt, den Schalldämpfer, habe ich gerade gesehen. War auf jeden Fall nicht leise. Andere Spieler haben uns wahrscheinlich gehört. Ein Halfter? Haben wir noch Munition für die Pistole? Ich brauche ja 380er. Ich glaube, die haben wir gar nicht mehr. Doch. Gleich Magazin wieder voll machen. Los. Machen wir kurz mal ganz schnell. Zack. Meine Schalldämpfer sind schon essentiell. Zumindest gegen Zombies, wenn man sich nicht dumm verhält, so wie ich. Abgenutzt. Super. Zack. Aber ich bin ja ganz oft leider ein ganz besonderer Fall. Marklos, taktische Unterjacke. Kampfjacke. Schlecht isoliert. Die ist halt schon wieder kleiner, ne? Aber wir nehmen es die mal. Wir nehmen sie einfach mal, die Schlüssel, die immer verbuggt angezeigt werden. Zackedi zack, zackedi zack. Klar, ist ein bisschen kleiner, aber das sind vielleicht minimal auch besser getarnt. Es war dumm auch senkrecht hier da zu stehen. Zumindest mitten am Fenster. Eine Karte? Wo sind wir? Gottes Willen, wir sind bei Lem irgendwas. Vor Lem Dings hier. Da sind wir circa bei der Stromleitung hier. Endet irgendwo hier eine Stromleitung, da müssten wir sein. Circa. Ja gut, der Turm hat sich auch jetzt nicht so gelohnt. Was rennen sich auch nicht zufällig. Nee. Nee, ist ja nix. Nix, nix, nix. Große Stromtrassen, dann ein Windrad. Ja, ich würde sagen, lass uns verduften.
ist, glaube ich, das Gescheiteste. Hat sich jetzt nicht gelohnt, jetzt hier so viel Munition in Anführungszeichen da reinzuhauen. Wir folgen jetzt der Straße oder gehen wir die andere Straße? Ist jetzt die Frage, gehen wir direkt in den Ort rein oder gehen wir im Bogen? Ich würde fast sagen, wir gehen oben entlang. Komm. Im Prinzip ist es egal. Oben oder unten. Ist auch vollkommen egal. Oben hätten wir nur die Chance, vielleicht noch einen Helikopterabsturz zu sehen, aber ich glaube, den würde man schon sehen. Wäre auch mal interessant zu wissen, wie weit man welche Waffe hört. Könnte man sagen, okay, der und der Typ ist vielleicht Kilometer entfernt, der andere vielleicht nur 250 Meter. Müsste man halt genau die Waffe raushören. Das klang auf jeden Fall nach einem Maschinengewehr oder so ähnlich. Uff. Kompass. Makellos sogar. Na, das ist super. Den erkennt man wenigstens auch mal. Das ist geil. Den Kompass sollten wir vielleicht mal... Ja gut, wenn wir Platz hätten. Wir laufen mal noch weiter, mal ein paar Meter. Hier oben ist die Straße, da drüben ist ein weiterer Bunker. Der ist aber auch schon auf der anderen Straße. Wir müssen jetzt dann, wenn wir bei dem Bunker sind, in die Richtung theoretisch. Ich weiß halt wirklich nicht, wie wir uns verhalten, wenn jemand kommt. Freundlich, nicht freundlich, direkt schießen, keine Ahnung. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Na, bin ich jetzt einmal rumgelaufen? Funkgerät brauchen wir nicht. Langer Stock, das hat jemand da gelassen. Was ist das doch? Also wir müssen auf jeden Fall dahin. Das ist jetzt der Ort, wenn wir die Straße folgen. Wir müssen ein bisschen abseits weiter hinter dem Ort laufen. Wieder im Bunker. Der ist, also in dem Bunker dann vor uns, müssen wir dann direkt aufs Militärgebiet gucken können. Ich vermute mal, dass das rechts neben uns. Haben wir ja heute eine richtige Bunkertour gemacht. Ja. Da rein müssen wir. Da rein. Das sollte das zumindest sein. Ha! Reimt sich ja fast. Nicht so viel Rennen auch mal wieder.
Unterjacke, makellos. Was ist meine? Makellos, okay. Was zu trinken? Gut. Gehen wir mal hier ins Gebüsch. Was ist das da drüben normalerweise? Wir glauben das. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel für die nächste Folge im Visier. Krass, dass wir schon wieder Hunger haben. Das ist echt ein bisschen nervig, wenn ihr das mal andeuten darf. Doof. Da. Zack, zack. Demoliert. Reparieren wir noch den da schnell. Beschädigt. Da haben wir notfalls noch einen zweiten Ganzen. Und noch auf der anderen Pistole haben wir auch ja noch einen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Hier drauf haben wir auch noch einen. Da voll gewesen. Sieben Schuss, ja, die war voll. Aber wir haben ja nur ein Magazin. Das war das Problem. Jetzt kann er mich entsinnen. Okay. Bräuchten mehr Slots. Okay, ich würde mich auch mal ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir mal da rein. Essen müssen wir wieder ein bisschen gucken. Wir haben jetzt nur noch den Reis hier übrig und Katzenfutter. Wir haben schon noch was, aber trotzdem die Augen und Ohren offen halten. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.